Hallo Freunde, herzlich willkommen bei einem weiteren Let's Play Skyrim. Ja, da sind wir wieder. Ich dachte mir, der Fernseher funktioniert eh nicht dank des heftigen Regens hier bei uns im Bergischen. Lydia! Wo kommst du denn her? Auf jeden Fall dachte ich mir, mach ich doch mal ein Videochen. Ja, in der letzten Folge hatten wir uns ja fest vorgenommen, dass wir hier zur Magierakademie gehen. Nicht um daran teilzunehmen, sondern damit wir da in die dritte Grabstätte kommen. Ich hoffe, das ist jetzt hier der richtige Weg. Da ist sie nämlich. Und, genau. Ziel, dritte Grabstätte. Weil wir wollen ja eigentlich ein Assassine werden. So hatte ich mir das jetzt einfach mal so überlegt. Wir können natürlich alles werden, aber ein Assassine hatte ich schon Bock. Wir hatten ja hier den Brief. Vielleicht lese ich den erstmal. Bücher. Hier. Wie befohlen soll die Dragon Hunter um jeden Preis umbringen? Das schwarze Sakrament wurde vollzogen. Jemand möchte diese arme Person tot sehen. Wir haben bereits eine Bezahlung für den Auftrag erhalten. Ein Misserfolg kommt nicht in Frage. Astrid. Ja, das ist doch weniger erfreulich. Wir sollten eigentlich schon längst tot sein. Juhu. Wird Zeit, aber ich denke mal, wir kriegen noch mehr Briefe. Oder haben wir das schon als Quest bekommen? Sprich mit dem Jarl vom Falkenring und halte dich mit Daniel Kapitel die Zerstörung des Gülden Grünbaumes. Dritte kaiserliche Armee bei, bring die alte Nordspitzhacke, finde die Energiequelle in Waldhume, sprich mit dem Anführer der Gefährten. Hi. Überquert die Brücke auf eigene Gefahr. Der Weg ist gefährlich und das Tor wird sich nicht öffnen. Ihr werdet keinen Einlass finden. Was ist das hier für ein Ort? Oh, Verzeihung. Die meisten kommen hierher, weil sie schon von der Akademie gehört haben. Dies ist die Akademie von Winterfeste. Ein sicherer Hafen für Magier in Himmelsrand. Ein Ort der Weisheit und des erfahrenen Wissens. Kann ich der Akademie beitreten? Vielleicht. Aber was erwartet ihr darin zu finden? Ich möchte den Willen der anderen um mich herum beugen. Ich möchte die Macht des Eises und des Feuers nutzen, um alle zu zerstören, die sich gegen mich stellen. Ich verstehe. Diese Macht existiert, das kann ich euch versichern. Juhu! Wenn ihr sie richtig anwendet, können euch nur wenige widerstehen. Es sieht so aus, als hätte die Akademie, was ihr sucht. Jetzt lautet die Frage, was ihr der Akademie bieten könnt. Nicht jeder erhält Zutritt zur Akademie. Wer hier eintreten möchte, muss zeigen, dass er mit Magie zumindest umzugehen weiß. Gar nicht. Ein kleiner Test, wenn ihr so wollt. Wir beide wissen doch, dass ich hier erfolgreich war. Nein, ich fürchte, ich weiß nichts dergleichen. Stelle mich eurer Prüfung. Ausgezeichnet. Der Furchtzauber hat schon vielen Illusionsmagiern das Leben gerettet. Wenn ihr ihnen auf das Siegel hier am Boden wirken könntet, würdet ihr damit eure Kenntnisse unter Beweis stellen. In Ordnung, das kann ich machen. Ich freue mich darauf. Erste Lektion. Die Akademie ist eine große Bereicherung für Himmelsrand, selbst wenn sie nicht beachtet und... Ja. Veränderung? Nee. Nee, oh. Zerstörung? Ach, hey, hallo. Beschwörung? Ach, hier. Heilung? Was ist denn ein... Moment, muss ich mal kurz durchlesen. Muss ich beweisen, dass ich die Grundlagen der Magie... Der Magie beherrsche. Meine Aufgabe ist es, einen Furchtzauber zu wirken. Wirke einen Furchtzauber. Wo kriege ich denn her? In den Mauern der Akademie ist viel Wissen. Nein? Nun, wenn ihr glaubt, dass ihr dazu fähig seid, dann verkaufe ich es euch gern für nur 30 Goldstücke. Oder ihr versucht euer Glück bei einem der Hofzauberer im Himmelsrand. Sie verkaufen auch Zauber. Na komm, gib her. Hier, bitte. Nun will ich sehen, wie ihr ihn wirkt. Süße, da kennst du mich aber nicht.
Jetzt zeige ich dir. Forscht. Die ruhmreichen Tage von Winterfeste mögen vorbei sein, aber die Akademie besteht immer noch. Da, ja. Vision Furcht. Ausrüsten. Was auch kommen mag, die Akademie wird es überstehen. Mirabelle leistet. Gute Arbeit als Hochmagier, aber es gibt natürlich sehr gut gemacht. Ich glaube, ihr werdet die Akademie hervorragend ergänzen. Willkommen, Lehrling. Juhu. Ich führe euch über die Brücke. Sobald ihr drin seid, solltet ihr mit Mirabelle Erwin, unserer Hochmagierin, sprechen. Bitte folgt mir. Ja, Moment, erstmal wieder hier die Waffe ausrüsten. So. Woohoo! So, bin ich mal gespannt, ob das einfach funktioniert, weil ich will ja gar nicht der Magiergilde beitreten. Da hinten ist sie. Vorsicht. Ja, wir schreiben einen Tag nach der traurigen Folge, wo Pferd gestorben ist. Es war ein wirklich gutes Pferd. Da mit dem muss ich sprechen. Meine Worte waren recht eindeutig. Ah, noch ein neuer Lehrling. Seid ihr einer von denen, die glauben, sie seien hier, um die Welt zu ändern? Oder geht es euch nur um euch selbst? Ich versichere euch, dass ich euch alle sehr genau beobachten werde. Ich möchte mehr über die Talmor erfahren. Nachdem die Beziehungen zwischen Bund und Kaiserreich nun stabil sind, möchten wir nur noch Himmelsrand helfen. Wir möchten seine Einwohner durch diese Zeit der Veränderung leiten und sie in eine bessere Zukunft führen. Ja, natürlich. Ich versuche nur... Alle der Elemente. Ja, die Frau. Ja, natürlich. Ich danke dem Erzmagier. Wer muss denn hier sprechen? Willkommen. Willkommen. Wir wollten gerade anfangen. Bitte bleibt doch und hört zu. Also, wie ich sagte, zunächst einmal geht es darum zu verstehen, dass Magie ihrem Wesen nach flüchtig und gefährlich ist. Wenn ihr sie nicht kontrollieren könnt, kann und wird sie euch vernichten. Ich glaube, das wissen wir alle recht gut. Wir wären nicht hier, wenn wir die Magie nicht kontrollieren könnten. Natürlich, meine Liebe, natürlich. Streber. Euch allen ist ein gewisses Talent angeboren. Das stelle ich nicht in Frage. Ich spreche aber über echte Kontrolle, die wahre Beherrschung der Magie. Die muss man über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, üben und studieren. Auf was warten wir denn noch? Fangen wir an. Bitte, bitte. Genau das meinte ich. Eifer muss durch Vorsicht gemildert werden, sonst ist eine Katastrophe unvermeidbar. Aber wir sind doch gerade erst angekommen. Ihr wisst noch gar nicht, wozu wir imstande sind. Warum gebt ihr uns nicht eine Chance zu zeigen, was wir tun können? Ihr habt bisher nichts gesagt. Was meint ihr? Was sollten wir tun? Sicherheit ist das Allerwichtigste. Nun, eure Klassenkameraden scheinen da aber ganz anderer Meinung zu sein. Oh, hört nicht auf ihn. Wir können es schaffen. Gebt uns einfach nur eine Chance. Also gut, lasst uns zur Ruhe kommen. Wir könnten vielleicht etwas Praktisches versuchen. Um bei unserem Thema der Sicherheit zu bleiben, beginnen wir mit Schutzzaubern. Schutzzauber sind Verteidigungszauber, die Magie blocken. Ich werde euch allen einen Schutzzauber lehren. Und dann sehen wir, ob ihr ihn erfolgreich anwenden könnt, um einen Zauber zu blocken. Einverstanden? Würde es euch etwas ausmachen, mir bei der Demonstration zu helfen? Seid ihr mit Schutzzaubern überhaupt vertraut? Ich kenne keine Schutzzauber. Schon gut. Ich kann euch einen sehr einfachen Schutzzauber beibringen,
der für diese Unterrichtsstunde ausreicht. Wenn ihr euch bitte dort drüben hinstellen würdet, dann werde ich einen Zauber gegen euch wirken und ihr blockiert ihn mit dem Schutzzauber. Also dann. Dort hinüber, bitte. Direkt mir gegenüber. Wir wollen doch nicht, dass... Ja, muss ich erstmal ausrüsten. Wo ist er denn? Wo ist er? Jemand in den Weg gerät. Lydia, geh weg. Jetzt wirkt den Schutzzauber und haltet ihn aufrecht. Die Verzauberungsdienste gehören zu den wenigen Dingen, die uns noch mit dem übrigen Himmel verbinden. Dort hinüber, bitte. Direkt mir gegenüber. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. Wie weit soll ich denn? Wie weit kann ich? Zaubertrank der geringen Magiker. Was? Jetzt wirkt den Schutzzauber und haltet ihn aufrecht. Mann! Haltet still! So viel Magier habe ich gar nicht. Hey, wie viel? Oh. Was meint ihr? Wie sollen wir den Rest unserer Klassenzimmerzeit verbringen? Das war doch gut. Das sieht vielleicht gerade ein bisschen blöd aus. So fühle ich mich auch gerade. Ich mache doch genau das. Magiker. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr damit bitte warten, bis ich fertig bin. Was ist das denn hier? Ich weiß leider nicht. Kann auch sein, dass ich mich da... Was ist denn? Kann nicht sein, dass ich mich so doof anstelle. Es ist immer ermutigend. Das Entscheidende bei Schutzzaubern ist, dass sie Zeit zum Aufladen brauchen. Leider. Auch neu hier, was? Ja. Es tut gut, einen Nord zu sehen. Ich dachte schon, ich wäre der Einzige hier. Es kommt einem fast so vor, als gehörte dies gar nicht mehr zu Himmelsrand. So fern vom Rest der Welt. Boah, ist es schlimm für euch, so weit vom Rest eurer Familie entfernt zu sein? Nein, gar nicht. Ich finde, es ist ein Segen. Meine Familie war überzeugt, dass das Leben hier ein Todesurteil oder noch Schlimmeres sein würde. Es dauerte Jahre, bis ich sie überzeugen konnte, dass dies meine Bestimmung ist. Was haben die Nord gegen die Akademie? Das liegt auch auf der Hand. Die Nord trauen der Magie im Allgemeinen nicht über den Weg, also ist das eine schlechte Ausgangslage.
Dazu noch die Oblivion-Krise, verursacht von den Magiekundigen, und die aktuellen Schwierigkeiten mit dem Altmeri-Bund. Das sind Elfen und ebenfalls Magiekundige. Und schließlich die Tatsache, dass die Akademie als einziges noch stehen geblieben ist, nachdem fast der gesamte Rest von Winterfeste zerstört wurde. Das macht alles keinen guten Eindruck. Was wisst ihr über Ankano? Ich weiß, dass er ein Talmor ist und dass er behauptet, nur als Berater hier zu sein. Ich weiß auch, dass das niemand ernsthaft glaubt. Um ehrlich zu sein, ich versuche, ihm aus dem Weg zu gehen. Ah, okay. Mhm. Ich gehe... Das wird mir jetzt hier zu blöd. Wird mir hier zu blöd? Wo ist denn diese Miralda? Ich habe das Gefühl, dass wir hier nicht weit kommen bei ihm. Oh, Miralda. Da hinten? Ich will euch... Ihr seid nun im Arkaneum. Ich trage hier die Verantwortung. Es ist irgendwie mein eigenes kleines Reich des Vergessens. Stört mein Arkaneum und ich werde euch von wütenden Atronarchen in Stücke reißen lassen. Nun, braucht ihr Hilfe? Wenn euch der Sinn nach Abenteuern steht, ich bin immer auf der Suche nach Leuten, die mir wertvolle Bücher von gefährlichen Orten beschaffen. Ich bin bereit für ein paar Abenteuer. Also gut, hier. Ich habe euch den Namen des letzten Ortes aufgeschrieben. Seht euch dort um, aber seid vorsichtig. So, wenn wir Glück haben. Also gut. Schade. Naja, Moment mal. Ja, die Folge ist ja nicht so der Renner. Buch, wiedergefundene Geheimnisse, Ort Bruchhelmtal. Naja. Hunderte von Jahren sind in die Zusammenstellung dieser Sammlung geflossen. Sie bleibt so makellos, wie sie jetzt ist. Verstanden. Wo finden wir denn die Alte? Ich hab das... Ich kann ja nicht... Ich, Vielleicht hier unten? Nee, ich will hier nichts stehlen. Vielleicht... Wen haben wir denn hier? Den haben wir doch eben schon gesprochen. Wer ist das denn hier? Die hiesigen Nord können uns vielleicht nicht leiden, aber es scheint ihnen nichts auszumachen, dass wir ihnen zu verzauberten Waffen und Rüstungen verhelfen. Gibt es Akademie-Angelegenheiten, bei denen ich helfen kann? Ich brauche noch ein paar Materialien. Könntet ihr mir dabei helfen? Was braucht ihr denn? Mein Vorrat an gewöhnlichen Seelensteinen geht zu Ende. Noch 10 Stück und der Vorrat sollte eine Weile reichen. Ach, ihr bekommt das schon hin. Wenn nicht, hat Urak vielleicht ein Buch parat, das ihr lesen könntet. Nein, das kann ich nicht. Ich habe genug zu tun. Nutzt diese Gelegenheit doch einfach, um an euren Fertigkeiten zu feilen. Hallo? Ich kann keine Seelensteine für euch besorgen. Ich habe andere Dinge zu tun, erledigen. Ja, ich auch. Deshalb hatte ich gehofft, dass ihr mir vielleicht helfen könntet. Ja, will ich ja. Warum? Also gut. Entschuldigung, ich kann nicht, darf nicht.
Bitte, wenn es Probleme gibt, lasst es mich wissen. Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alles seinen Gang geht. Was wird hier von mir erwartet? Diese Akademie ist ein Ort, an dem man Magie ungehindert lernen und ausüben kann. Ich hoffe, ihr teilt alle Entdeckungen aus euren Studien zunächst mit den Mitgliedern der Akademie. So können alle davon profitieren. Irgendwas haben wir hier falsch gemacht. Ich renne mal eben schnell zurück und dann war es das auch leider schon wieder. Ich arbeite an einem sehr wichtigen Forschungsprojekt. Das kann ich euch versichern. Wir hätten vielleicht doch einfach mit dir mitgehen sollen. Achtung, rutschig, Dragon Hunter. Er macht ja nichts. In den Mauern der Akademie ist viel Wissen angehäuft. Wir sind die einzige Gruppe in Himmelsrand, die noch die arkanen Künste studiert. Auch andere studieren, gewiss, aber nur privat und oft nur im Verborgenen. Naja, es tut mir leid. Ja, ich bin noch eine Weile hier. Leid, dass hier nicht so viel vorgefallen ist, auf jeden Fall. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns wieder bei The Elder Scrolls V Skyrim. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns morgen wieder. Wie jeden Tag. Auf Wiedersehen. Tschüss.